Wunderschön, liebe Freunde, vor nicht allzu langer Zeit gab es ja einen Wettbewerb, sowohl bei YouTube als auch bei Facebook, als auch bei meiner E-Mail-Adresse etc. pp. Die ganzen Bilder gab es bei Facebook zu sehen. Es gab einen ganz klaren Gewinner und der bekommt heute seinen Preis. Der Preis bin ich. Was eine Scheiße, oder? Nee, wird richtig gut. ...198 Likes auf der Facebook-Seite, der Gewinner des Lost Places Wettbewerb, Andreas Nich. Richtig ausgesprochen? Richtig ausgesprochen. Check. Hallöchen. Check. Ja, der Gewinn, ich habe mich ja ein bisschen damit zurückgehalten, ist einfach, dass ich ein bisschen mit ihm quatsche. Darüber, über seine Arbeit, über seine Fotos, über was er sonst noch so macht. Hat euch ja auch interessiert auf der Facebook-Seite, wie ist eigentlich dieses Bild entstanden. Wer nicht mitreden kann, hier nochmal das Bild. Muss ich erstmal sagen, knallermäßiges Bild. Wo das hast du das gemacht? Wann hast du das gemacht? Und vor allem, wie hast du das gemacht? Das interessiert ja so ein bisschen die Leute. Also, wann war Anfang Juni? War mit einer guten Freundin, die ein Shooting mit einem Pärchen hatte, halt in der Kinderklinik in Weißensee. Ja, und wo sich halt das Model umgezogen hatte, war mir eigentlich klar, dass ich irgendein Bild mit ihr geistermäßig machen musste, weil sie hat ein weißes, langes Kleid, Kinderklinik, alt, abgefuckt, passt halt. Und also ein bisschen Gruselfaktor genau, mit reingebracht. Genau. Man kennt es ja so von The Ring oder sowas, wenn dann diese Zombie-Mädchen dastehen mit ihren schwarzen Haaren und genau. So weiter. Hat gut gepasst. Was die Leute sicherlich interessiert, ist vor allem, wie hast du das Bild gemacht? Hast du es einfach freihand aus der Hand fotografiert? Hast du es mit Photoshop am Ende gemacht? Hast du es vielleicht alles fotografisch gelöst? Eigentlich alles mit einer Einstellung. Ich habe auf Langzeitbelichtung umgestellt, also auf den Bulb-Modus. Mhm. War der erste Versuch, man wird es nicht glauben, aber es war wirklich der erste Versuch. Wir haben 60 Sekunden belichtet, 30 Sekunden halt mit ihr, und dann sollte sie während der Belichtung aus dem Bild rennen, da war noch ein kleiner Raum nebenan, also direkt neben dem Flur, und 30 Sekunden halt noch ohne ihr. Ja, und Punkt, fertig war das Bild. Weißt du noch die Einstellung der Kamera ungefähr? Also es war ISO 100, das weiß ich noch. Wie gesagt, den Bulb-Modus. Blende war auf 25. Also relativ zu natürlich, damit man es dunkel genau. kriegt. Weil das Glück war an dem Tag halt auch, dass ich... es war ein Gewitter gerade zu dem Zeitpunkt, wo das Bild entstanden war. Und hatte dadurch schon relativ eine Dunkelheit in diesem Flur und konnte halt länger belichten. Das ist ja auch interessant, oder? Dass man eigentlich so ein Foto zufällig macht, ja? weil man inspiriert wird durch das Ganze und dann einen Versuch braucht und dann ist das Bild einfach auch mal im Kasten. Und was lustig ist, es sieht ja sehr, sehr hell aus draußen. Genau. Und jetzt sagst du, es war Gewitter draußen und das macht dann wirklich diese Langzeitbelichtung. Genau. Dadurch, dass du so lange belichtet, wird es extrem hell und die Frau verschwindet natürlich so ein bisschen genau. dann oder wird unscharf. Du hast noch ein anderes Foto, das zeigen wir jetzt mal hier. Das ist ein HDR-Bild, hast du mir vorhin schon erklärt. Da ist ein Typ, der steht, ja, und es sieht erstmal aus, als ob du das irgendwie in Nix Software mit Tonal Contrast einfach rüber gepimpt hättest, sie irgendwie weich gezeichnet hast. Aber ist nicht so, du hast wirklich drei Belichtungen gemacht. Genau, ich habe drei Belichtungen gemacht. Mein Glück war, das Model hatte, ist Ballerina und konnte dann natürlich Körperspannung halten, konnte diese Pirouette sehr gut machen und der Mann sollte halt drei Bilder lang diesen sozusagen, ich weiß nicht wie der Griff heißt, aber jedenfalls diese Position halten und er hat wirklich bei der hellsten Belichtung von einem HDR, von dieser Belichtungsreihe, hat er wirklich 4 Sekunden stillgestanden, komplett, nicht also schlecht. Eigentlich alle vier Bilder still, ja. Drei Bilder stillgehalten und ja, das zusammengefügt, gab halt dieses, er tanzt mit einem Wirbelsturm. Ja. So habe ich es dann in Anführungsstrichen nachher getauft, weil es halt in der Mitte wirklich wie aussieht, als ob da ein kleiner Wirbelsturm. Ja, so ein Wirbelsturm. Das ist krass, oder? Wie man HDRs auch benutzen kann. Nicht nur jetzt einfach irgendwie Lost Place, einfach so, dann schon die erste Option mit einer Frau, die irgendwie verschwindet, aber dann noch jemanden einzufrieren und nochmal Bewegungen mit reinzubringen und das noch in drei Belichtungen festzuhalten, das ist kreativ. Ja, und das finde ich echt cool. Ich würde sagen, du hast zu Recht gewonnen und abgeräumt. Muss man ein bisschen verraten, was machst du so in deinem richtigen Leben? Bist du Fotograf hauptberuflich oder was machst du? Ich bin Krankenpfleger nebenbei. Also nebenbei hauptberuflich Krankenpfleger. Ja. Ja, da bleibt halt nicht viel Zeit für mehr. Also Schichtsystem, ausschlafen nach dem Nachtdienst, man kann nicht mehr machen. Und Fotografie hat mich schon immer begeistert. Also jetzt sage ich mal die letzten Jahre und man hat das halt ausgebaut. Hm. Ich habe Ausstellungen gemacht. Was hast du so ausgestellt für Bilder? Also, was für eine Art von Bildern? Moments ich habe. Nee, wir haben es kombiniert. Also ich habe eine Ausstellung zum Beispiel war Kontrast, meine Kontrast vom HDR. Mhm.
Und eine gute Freundin hat halt Schwarz-Weiß-Porträts. Und dieses Gegenüber, dieses Schwarz-Weiß und dieses meine farbigen. 7 Jahre bist du jetzt ja schon fotografisch am Start. Was ist so in deiner Fotografenkarriere bis dato dein Lieblingsbild? Mein Lieblingsbild ist, es gibt eins, da bin ich mit 2 Fotofreunden letzten Jahr im Urlaub gewesen, im Fotourlaub, 8 Tage oben an der Küste, in Prero. Und da waren wir zwischen Zings und Prero, wir waren halt im Fahrradweg und da sind direkt in der Ostsee sind so eine Wellenbrecher und da gibt es halt so ein Bild, wo ich halt in der Mitte draufstehe, hinter mir die Kamera, sehr tief gehalten, ich gucke halt in die Ferne und auch wieder ein HDR. Mal wieder. Ich habe auf deiner Facebook-Seite gesehen, es gibt Panoramen von dir, die ich erstmal gesagt habe, wow, nicht schlecht, Herr Specht. Du hast Panoramas gemacht, können wir mal kurz einblenden. Wo hast du das gemacht und wie machst du so Panoramen? Die Panoramen sind im Amtsgericht passiert, in Berlin-Mitte. Mhm. Hatte ich Glück durch einen guten Freund, der mir so eine Sondergenehmigung besorgt hatte. Ich hatte halt das Glück, dass ich mich im kompletten Gebäude, ich sag jetzt mal, austoben durfte. Und die Panoramen dort musste ich mit Stativ machen. Das eine Panorama, was du, denke ich mal, meinst, ist, war besonders schwer, weil ich ca. nur 20 Sekunden Zeit hatte, 7 Hochkantbilder zu machen. Okay. Weil wir hatten die Bodenleuchte angemacht und die scheinen in den ersten ca. 25 Sekunden werfen die ein grünliches Licht an die Wände. Okay. Und danach werden sie halt weiß. Ja. Und ich wollte halt dieses grünliche Licht mit diesem rot-bräunlichen Licht des Raumes, wollte ich halt verbinden und hatte halt wirklich bloß knapp 25 Sekunden Zeit, 7 Hochkantbilder zu machen. Es ist mir ganz gut gelungen, musste natürlich ein Stativ. Vorher alles ausgeguckt und es war für mich natürlich eine Ehre, dort Bilder machen zu dürfen, die, weil es halt nicht jeder darf. Es ist mal wieder so ein Ding, es darf halt nicht jeder und deswegen ist es so eine kleine Ehre für mich gewesen. Danke, dass du hier warst, dass du den Weg zu uns hier an den Wannsee gefunden hast und weiter. Ich habe eine Bitte an euch, liebe Freunde, checkt mal seine Facebook-Seite aus. Die ist echt der absolute Knaller, gerade die Panoramen sehr empfehlenswert, natürlich auch das Gewinnerbild. Findet ihr alles auf deiner Facebook-Seite, ne? Wie heißt die? Andreas Mich Fotografie. Ganz wichtig, Mich. Könnte ein Fehler sein, dachte ich am Anfang auch. Er hat einen Buchstaben vergessen, Münich oder so. Nein, er heißt Mich, M-N-I-C-H. Genau. Ne? So ist richtig. Checkt ihr aus bei Facebook. Ich werde das auch unten in die Beschreibung nochmal reinpacken. Und dann könnt ihr euch seine Fotos gerne mal angucken. Liked seine Seite. Und danke, dass du hier warst. Immer wieder gerne. War sehr inspirierend. Hau rein. Ciao. Ciao. Freunde, wenn euch der kleine Einblick auch mal mit anderen Fotografen gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Kanal abonnieren etc. pp. Nicht vergessen, ich bin raus. Ich quatsch noch ein bisschen mit Andi.